Zunächst einmal Testplanung. Sie fangen natürlich am Anfang an und überlegen sich eine Teststrategie. Wovon hängt diese Teststrategie ab? Sie haben gewisse Ziele, die Sie beim Testen erreichen wollen. Und diese Ziele hängen natürlich an den Risiken. Verdeutlichen wir uns nochmal, warum testen wir denn überhaupt? Wir versuchen über Testen herauszufinden, wie gut oder schlecht unsere Software zu einem Ist-Stand ist. Also das heißt, es ist analytische Qualitätssicherung. Sie machen eine Zustandsfeststellung. Und dann müssen wir natürlich da gucken, dass wir die kritischen Sachen zuerst anschauen. Also, und das sind die Sachen, die hohen Schaden verursachen können. Also wenn das ausfällt oder kaputt ist, dass da viel kaputt geht. Also hoher Schaden und wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Natürlich bei einer Softwarestelle, die schon seit 20 Jahren ohne Probleme laufen, haben sie eine wahrscheinlich relativ geringe Fehlerwahrscheinlichkeit. Bei Sachen, die sie neu programmiert haben, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit natürlich deutlich höher. Und Fehler sind auch nicht gleich verteilt über die Software, sondern sie haben ein paar Stellen, die sind historisch marode. Das heißt, da ist die Fehlerwahrscheinlichkeit deutlich, deutlich höher als bei normalen Stellen im Source Code. Das heißt, daraus können Sie natürlich eine Priorisierung ableiten. Sie sagen also, die Sachen mit hohem Schaden testen Sie zuerst und die Sachen, wo Sie hohe Fehlerwahrscheinlichkeiten erwarten. Und so strukturieren Sie Ihren Test, dass Sie die Sachen mit hohem Risiko zuerst testen. Und Sie legen dann natürlich in dem Zusammenhang auch fest, wo testen Sie nur so drüber? Also machen Sie vielleicht nur einen Smoke-Test oder einen oberflächlichen Funktionstest, weil Sie relativ sicher sind, dass das Zeug gescheit funktioniert. Und wo müssen Sie intensiv reintesten, jeden Sonderfall erfassen, vielleicht noch besondere Lasttests oder Robustheitstests machen. Und das heißt, Sie entscheiden in der Planung, was testen Sie zuerst, wie testen Sie es und in welchem Umfang testen Sie. Und daraus leiten sich natürlich die zu verwendenden Verfahren und Werkzeuge ab. Testverfahren, testen Sie manuell oder versuchen Sie zu automatisieren? Wenn Sie automatisieren, können Sie das ja auf verschiedenen Ebenen tun. Unit-Test machen, Sie können Integrationstests mit JUnit oder entsprechenden Werkzeugen machen. Machen Sie Behavior-Driven Development, machen Sie einen automatisierten GUI-Test. Wenn ja, in welchem Umfang? Das müssten Sie hier festlegen. Sie können sich auch überlegen, welche Maße verwenden wir denn. Das ist sozusagen Testverfahren. Versuchen wir zum Beispiel, messen wir Code-Coverage mit und versuchen, eine vollständige Code-Coverage zu erreichen, sodass wir alle Anweisungen einmal durchlaufen haben. Könnte ja ein Ziel sein. Und dazu das heißt natürlich, dass wir die Code-Coverage messen müssen. Das heißt, da brauchen wir dann Werkzeuge. Oder Sie überlegen sich auch, könnte Performance eine Rolle spielen, dann brauchen Sie sicherlich ein Lasttestwerkzeug wie Gatling beispielsweise. Oder Sie sagen, Sie befürchten Angriffe aus dem Internet, dann müssen Sie wahrscheinlich auch noch einen Pentest vorsehen, um gewisse oder in der Continuous Delivery Pipeline gewisse Sensorik vorsehen, die sozusagen Sicherheitslücken vielleicht findet in Ihrer Software. Also Testverfahren, Werkzeuge legen Sie hier fest. Und Sie überlegen natürlich, in welcher Reihenfolge wollen Sie das machen. Das heißt, wann wird welcher Testfall von wem ausgeführt? Also eventuell machen Sie dann einen kompletten Plan. Vielleicht schreiben Sie eine Menge Tickets. Also je nach Ihrer Organisation wird das sicherlich anders aussehen. Und Sie brauchen natürlich, wenn Sie das alles machen wollen, eine gewisse Menge von Ressourcen. Also es müssen Mitarbeiter bereit sein, die testen können. Vielleicht stellen Sie fremde Leute noch ein, die Ihnen beim Testen helfen können. Also wenn Sie gute Testspezifikationen haben, kann das möglich sein. Oder wenn Sie gute explorative Tester haben, können Sie die auch von außen als Ressource dazu holen. Oder Sie brauchen einen Spezialisten, der Ihnen beispielsweise einen Lasttest programmiert. Und eventuell brauchen Sie einen Raum, wo Sie die Tester unterbringen können. Vielleicht brauchen Sie Netzwerkareale, die Sie sicher verwenden können. Sie brauchen vielleicht Datenbanken, weil Sie eine große Menge Testdaten haben, sodass Sie das nicht mehr einfach irgendwo mal schnell in der Cloud aufsetzen können. Möglicherweise brauchen Sie Lizenzen für die ganzen Werkzeuge. Also deswegen machen Sie einen Plan, damit Sie auch da einen Preis dran schreiben können, damit Sie die Sachen rechtzeitig bestellen oder rechtzeitig mieten, rechtzeitig allokieren in Ihrer Organisation. Also das war die Planung. Das soweit zur Theorie. Was ist denn jetzt konkretes Element der Testplanung und wie wirkt sich das in agilen Projekten aus? Vieles von dem, was wir jetzt anschauen werden, muss eigentlich am Anfang des Projektes passieren. Also ist eigentlich schon Gegenstand bei uns des explorativen Sprints. Also worum müssen Sie sich kümmern und was hilft Ihnen das? Also welche Eigenschaften sichern Sie da schon sehr früh ab? Relativ lange bekannt ist schon das Thema kontinuierliche Integration.
Das gibt es seit sicher, also seit guten 20 Jahren. Die ersten Werkzeuge, die wir in Rosenheim verwendet haben, war Cruise Control von der Firma ThoughtWorks. Also ich erinnere mich an Übungen mit Studenten vor ungefähr 15 Jahren mit dem Werkzeug. Also ist schon ein relativ altes und sehr etabliertes Thema. Was machen Sie da normalerweise? Sie haben sowieso, oder wir haben natürlich ein Git als Versionskontrollsystem mit dem Rahmen GitLab drumherum. GitLab hat den großen Vorteil, deswegen setzen wir das auch ein, dass dort eine CI-Pipeline mit drin ist. Und CI steht ja für Continuous Integration. Was macht die CI-Pipeline, wenn Sie die GitLab CI YAML konfiguriert haben? Bei jedem Push, den Sie ins Repository machen, Sie können es so ein bisschen umkonfigurieren, abhängig davon, auf welchen Branch dieser Push erfolgt, macht normalerweise GitLab, also so ein Runner, einen Checkout auf eine Bildmaschine. Auch das kann man noch konfigurieren, das würde jetzt aber hier in dem Video zu kompliziert. Lässt normalerweise den Compiler laufen, das ist aber Ihre Entscheidung. Sie schreiben hier ein Build-Skript, also Gradle-Build oder was anderes, und schreiben in die GitLab CI YAML ja rein, was der da tun soll. Also da können Sie beliebige Dinge tun, also zum Beispiel den Compiler anschmeißen. Auch da sehen Sie schon, ob Sie Compile-Fehler haben, erster Test. Zweiter Test ist, Sie machen normalerweise einen Unit-Test, also machen irgendeine Form von automatisierten Tests. Wenn Sie testgetrieben arbeiten, haben Sie vielleicht eine sehr hohe Test-Coverage mit Unit-Tests. Irgendwas in dem Bereich haben Sie, und Sie haben das ja auch in jeder Programmiersprache, also Unit-Tests könnten ausgeführt werden. Sie haben vielleicht Werkzeuge noch eingebaut zur statischen Code-Analyse. Mit solchen Dingen finden Sie sowas wie Wartbarkeitsprobleme raus, also diese berühmten technischen Schulden. Also haben Sie sich an die Coding-Conventions gehalten, haben Sie vielleicht Verletzlichkeiten im Source-Code drin, dass vielleicht Sie leere drei Catches haben beispielsweise, oder eine Equals-Methode, wo eine Hashcode-Methode fehlt. Also all dies finden Ihnen die statischen Analysewerkzeuge, und die finden Ihnen auch sowas wie Sicherheitsverletzungen. Also haben Sie irgendwo eine Bibliothek verwendet, die vielleicht ein Sicherheitsloch hat. Da gibt es so eine Datenbank bei OWASP, wo man das rauskriegen kann, und auch diese Prüfungen können Sie durchaus in diese Pipeline reinbauen. Irgendwann findet ein Packaging statt, also bei Java machen Sie vielleicht eine JAR-Datei daraus, und die JAR-Datei kommt typischerweise in Artefakt-Repository. Auch da liefert GitLab uns eins mit. Das heißt, wir erzeugen eine JAR-Datei oder einen Docker-Container, und GitLab hat dann eine entsprechende Registry, um das Zeug dazwischen zu lagern. Also dieses Artefakt-Repository ist bei uns auch GitLab. So, jetzt haben Sie schon mal die ersten Schritte von Qualitätssicherung mit drin, und auch die ersten Tests sind drin, also zum Beispiel Modultests haben Sie drin, und Sie haben auch so eine Absicherung von der Wartbarkeit drin. Also das sind schon Elemente, die man vielleicht erst in Systemtest früher eingebaut hat. Ein etwas neueres Thema ist das Thema Continuous Delivery. Da gab es so das erste Buch, ich meine so 2010, von Jess Humble und David Farley. Und die haben gesagt, wir machen noch mehr Tests im Rahmen dieser kontinuierlichen Integration. Also was da war, der weitere Vorschlag nach der Commit-Stage, das habe ich Ihnen gerade gezeigt, kommt noch eine Akzeptanz-Test-Stage. Da könnte man jetzt zum Beispiel Ende-zu-Ende-Tests automatisiert laufen lassen. Also Sie könnten zum Beispiel den Server prototypisch deployen und die Web-Oberfläche dann mit Cypress oder mit Selenium durchtesten. Ja, also auch da wieder automatisierte Ende-zu-Ende-Tests. Oder Sie könnten mit Postman etwas komplexere Tests auf dem REST-Interface machen, wenn es da eins gibt. Man kann dann weitere Prüfungen machen, zum Beispiel man könnte noch einen Penetration-Test machen. Sie können zum Beispiel durch statische Analyse gucken, gibt es diese Bibliotheken mit Sicherheitslöchern oder gibt es Docker-Container mit Sicherheitslöchern, die kann das Ding detektieren, oder haben Sie Programmierfehler gemacht, die auf Sicherheitslöcher führen, zu Sicherheitslöchern führen, und man kann natürlich auch automatisierte Security, automatisierte Penetration-Tests machen. All das können Sie in die Pipeline mit reinbauen. Sie könnten auch sowas wie einen automatisierten Lasttest reinbauen. Das ist hier gemeint mit Capacity Stage. Also, dass auch da ein automatisierter Lasttest gefahren wird. Allerdings wird dann das Scripting natürlich schwieriger, weil Sie dann den Code auf eine Maschine deployen müssen. Dann haben Sie Testskripte und dann brauchen Sie einen Server. Vielleicht eine Test-Client-Farm, dass Sie entsprechend Last erzeugen können und so weiter. Es ist alles möglich, aber lohnt sich natürlich nur für größere Projekte. Und eventuell deployen Sie Ihre Software noch auf einen Bereich, wo die prototypische Benutzer oder bestimmte Tester, die Sie engagiert haben, noch einen Benutzerakzeptanztest machen oder explorativ testen. Und wenn das alles bestanden ist, dann kann man das Zeugs automatisiert oder manuell in die Produktion übernehmen. Und das ist so gemeint mit diesem Continuous Delivery. Und der Herz von Continuous Delivery ist die Build Pipeline.
Wir verwenden GitLab, weil das eine ganze Menge unterstützt von dieser Continuous Delivery. Also da ist über die GitLab CI YAML können Sie eine ganze Menge an solchen Stages konfigurieren und es gibt eine ganze Menge von Bibliotheken, die man nutzen kann. Hier mal als Beispiel. Sie haben, Sie können beispielsweise einen License-Scan durchführen lassen, also welche Open-Source-Lizenzen verwenden Sie und an welche Lizenzbedingungen müssen Sie sich halten. Das, wie gesagt, das ist normalerweise manuell ein sehr aufwendiger Prozess. Sie können auf Sicherheitslöcher statisch prüfen lassen. Das ist diese statische Sicherheitsanalyse. Sie können Pentest machen. Das ist dieses Dust. Das macht so eine dynamische Sicherheitsanalyse. Component-Scan scannt ihn nochmal auf Sicherheitsverletzungen in Containern. Sie haben für das Thema Wartbarkeit hier zum Beispiel den Lint, das ist wahrscheinlich ein Linter, der hier läuft. Also das ist in JavaScript ein Werkzeug, was Ihnen dann statische Codeanalyse durchführt und Ihnen da auch klassische Vulnerabilities findet und auch natürlich einfach so klassische Code-Smells rausfindet. Also Sie können hier automatisiert eine ganze Menge machen. Wichtig, dass wenn Sie das alles laufen lassen, dann wird das Git natürlich sehr langsam. Also es bietet sich an, sozusagen diesen kompletten Luxus nur im Master-Branch durchzuführen und für Ihren Entwicklerbranch vielleicht ein deutlich reduziertes Programm zu fahren. Beispielsweise nur den Code zu übersetzen, ein bisschen statische Codenanalyse und ein bisschen Test-Coverage zu machen. Und diesen Luxustest mit License-Scan nur auf dem Master-Branch. Und das vielleicht auch nur, wenn Sie wirklich schon verdichten und auf die Auslieferung zulaufen. Aber all das würden Sie halt in dem Testkonzept sich überlegen, wann Sie was machen, auf welchem Branch Sie was testen. Und das überlegen Sie sich in diesem explorativen Sprint relativ nah am Projektanfang. Zweiter wichtiger Punkt ist auch, das müssen Sie früh wissen, GitLab unterstützt uns ja mit Merge-Requests im Code-Review. Also auch das muss man aber erzwingen, dass man sagt, liebe Entwickler, ihr müsst alle auf dem Feature-Branch arbeiten und jeder Feature-Branch wird nur dann auf den Develop oder Master, wahrscheinlich meistens Development-Branch, gemerged, wenn ihr einen Merge-Request gestellt habt. Und der Merge-Request hat jetzt folgende fantastische Eigenschaft, Sie können nämlich hier einen Genehmigungsprozess einführen. Sie können sagen, der Merge-Request, also der Merge dieses Features auf den Hauptzweig, den wir nachher liefern, findet nur dann statt, wenn ein oder zwei Reviewer, in dem Fall Approver, dazu gestimmt haben. Und die Approver können, und da gibt es auch in GitLab Unterstützung, ein manuelles Code-Review durchführen. Also das heißt, Sie können sich die Codeänderungen in den Commits anschauen und die auch kommentieren. Und man kann den Entwickler zwingen, diese Kommentare abzuarbeiten und den Merge erst dann zu erlauben, wenn alle Kommentare abgearbeitet sind. Also haben wir hier einen Genehmigungsprozess, der im Prinzip ein manuelles Code-Review erzwingt. Natürlich abhängig davon, natürlich müssen die Reviewer auch was reviewen. Also wenn die alles okay haben und abnicken, macht es natürlich keinen Sinn. Und wichtiger letzter Punkt ist noch, der macht vor dem Merge und nach dem Merge lässt sich was auch diese Build-Pipeline durchlaufen, sodass Sie also da eine sehr, sehr schöne manuelle Absicherung durch die Code-Reviews und eine sehr schöne mechanische Absicherung durch den Lauf der Build-Pipeline haben. Also Integrationsprobleme müssten eigentlich so relativ schnell auffallen. Man kann auch die explorativen Tests entsprechend planen. Hier mal so mit so einem Planungsschema, dass man überlegt, welche Haupt- Epics oder Features gibt es, hier sowas wie sich als Partner anmelden, als Projekt vorschlagen, Projekte verwalten, das ist so aus meinem Projektvorschlagssystem ein Beispiel. Und da kann man sagen, man soll das prüfen, dass es halbwegs funktioniert, dass es robust funktioniert, dass auch mit Fehleingaben klarkommt oder dass es effizient benutzbar ist, also mit wenig Klicks zum Beispiel zu machen ist. Und da kann man sich hier auch so ein Schema überlegen. Das Schöne an so einem Schema ist, man hat nachher ein Vollständigkeitsmaß. Wenn das Schema ganz ausgefüllt ist, hat man sozusagen das Gefühl, man hätte alles getestet. Dazu aber später mehr, dazu gibt es noch mal eine eigene Einheit und ein eigenes Video. So, und all diese ganzen Vorüberlegungen, das kann man natürlich jetzt wunderschön in eine Tabelle reinstecken und das könnte so ein erster Schritt für einen Testplan sein. Das heißt, ich habe jetzt hier die Eigenschaft Funktionsumfang beispielsweise und sehe, da ist keine besonderen Risiken drin. Das heißt, ich fahre hier das Standardprogramm aus. Das müsste ich dann noch mal genauer reintesten. Also das heißt, diese ganze Tabelle geht davon aus, ich habe sozusagen so eine Standard-Risikoverteilung. Ich mache jetzt sozusagen professionelle Softwareentwicklung, gehe jetzt aber bei keinem der Themen wirklich noch weiter ins Detail oder sichere irgendein besonderes Risiko ab, wie was ich Verletzbarkeit im Internet.
Und ich könnte jetzt mir hier überlegen, wie kann ich Funktionsumfang absichern? Naja, dann mache ich einen Unit-Test am Backend und messe mit Jacoco die Test-Coverage, wenn das Backend in Java ist, und ich fordere, dass 80% Zweigüberlegung erreicht ist. Ne? Das heißt, das schreiben Sie in den Testplan rein, Sie fordern das von Ihren Codern, schreiben das also quasi in die Definition of Done rein, also dass das wirklich gezwungen ist. Und diese Messungen finden zum Beispiel bei jedem Push auf jedem Branch statt. Dann könnten Sie zusätzlich sagen, dann machen wir einen Smoke-Test mit zum Beispiel Cypress oder Selenium, das heißt so ein Ding, was über die grafische Oberfläche drüber testet, aber eben nur ein Smoke-Test, also jeder Dialog soll einmal durchlaufen sein, also aufgehen und grob getestet sein. Bei GUI-Tests muss man sich immer überlegen, lohnt sich das, da mehr ins Detail zu gehen? Auch das ist aber eine Sonderdiskussion. Und da könnte ich sagen, das mache ich nur dann, wenn der Feature-Branch gemerged wird. Also könnte man sagen, nach dem Merge-Request mache ich erst diesen automatisierten GUI-Test. Oder ich könnte ja bei Postman Collections gegen das REST-Interface laufen lassen. Also könnte ich mir überlegen, ich versuche so größere User-Stories, Features in so eine, also quasi eine Menge von Restaufrufen zu übersetzen ans Backend und mache dann einen automatisierten Ende-zu-Ende-Test nur gegen das Backend, zum Beispiel mit Postman. Und ich überlege mir als weiteren Schritt, ich mache Akzeptanztests mit Benutzern, die mache ich aber nur dann, wenn das Zeug kurz vor dem Deployment ist und das nach den Test-Charters, die Sie gerade in meiner tollen Tabelle gesehen haben. Und so weiter und so weiter. So kann ich jetzt jede einzelne Eigenschaft durchgehen, Funktionsumfang, Wartbarkeit, Sicherheit und so weiter, und mir da überlegen, wie will ich diese Eigenschaft absichern und was ist mein Absicherungskriterium. Ne? Also SonarQube zum Beispiel, damit sichere ich die Wartbarkeit ab, und mein Kriterium ist, ich will erreichen, dass wir 0% technische Schulden haben. Also Messung per SonarQube und Ziel für meine Coder ist 0% technische Schulden oder 0 technische Schulden und so weiter. Der Plan ist jetzt nicht ganz vollständig, den Sie hier sehen, denn was jetzt noch fehlt, ist, wer was tun muss, bis wann es fertig sein muss und wie teuer das sein darf. Also so eine Aufwandsplanung, auch das fehlt hier noch, denn am Ende des Tages müssen Sie die Entwickler, die das machen, ja auch bezahlen, und es ist jetzt nicht ganz billig, die Sachen umzusetzen. Also Unit-Tests geschenkt, aber mit Cypress muss sich jemand einarbeiten und das dann umsetzen. Oder musst du es irgendwie generieren mit J-Hipster oder sowas. Aber da ist Aufwand zu machen, das Ding kann kaputt gehen, also muss es jemand warten. Und diese Sachen sind zu planen, da steckt Aufwand dahinter. Und deswegen machen sie es relativ früh in der Planung, weil sie es eben bezahlen müssen und es muss jemand tun. Und es hat einen gewissen Vorlauf. So, das wäre jetzt mal der Versuch, so dieses Thema Testplanung mal so ein bisschen konkreter für ein agiles Projekt zu hinterlegen. In Ihrem Projekt haben Sie natürlich eventuell andere Rahmenbedingungen und andere Prioritäten, aber so ungefähr nach so einem Schema könnte man vorgehen, dass am Ende so eine Tabelle rauskommt mit den zu testenden Eigenschaften. Und wichtig, an der Tabelle muss eine Menge Tickets nachher letzten Endes folgen, dass also jeder bestimmte Dinge dann tun muss im Projekt, beziehungsweise Kriterien für die Definition of Done. Also aus dieser Tabelle, die wir hier überlegt haben, müssen nachher konkrete Handlungen folgen. Und dann haben wir eine gescheite Testplanung gemacht. Das war's zum Thema Testplanung, und jetzt geht's weiter mit dem Thema Testspezifikationen.